Ja, schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Pressestatement nach der Sonderfraktionssitzung und vor der Sondersitzung des Bundestages mit der Regierungserklärung von Angela Merkel. Sarah Wagenknecht, bitte. Ja, ich begrüße Sie natürlich auch und selbstverständlich haben wir uns in der Fraktion jetzt doch fast anderthalb Stunden Zeit genommen, um uns mit der aktuellen Situation zu beschäftigen. Es gab eine sehr einheitliche Einschätzung, dass nicht der Brexit die EU in eine Krise geführt hat, sondern dass die Krise der EU sozusagen sich im Brexit eigentlich nur ein Symptom verschafft hat. Das heißt, dass die Krise in diesem Brexit auch zum Ausdruck gekommen ist, weil er natürlich zeigt, wie viel Vertrauen hier inzwischen verspielt worden ist. Und insoweit finden wir es auch ziemlich unangemessen, wie teilweise auf diesen Brexit reagiert wurde, wo also auch von europäischen Vertretern die Wählerinnen und Wähler in Großbritannien mehr oder weniger beschimpft wurden, wo jetzt deutlich gemacht wurde, auch von Herrn Schulz, man sieht gar keine Krise, auch von der Bundeskanzlerin wird wenig Änderungsbedarf in Europa gesehen. Und wir sind überzeugt, natürlich muss sich dieses Europa verändern, wenn es eine Perspektive haben will und wenn es nicht immer weiter zerfallen will. Und das Schreckgespenst für Europa ist nicht, dass es jetzt in weiteren Ländern Referenden geben könnte, sondern ich denke, das Grundproblem ist doch, dass in immer mehr Ländern eine Stimmung entsteht, dass man sich in dieser EU, in diesem Brüsseler Machtapparat nicht wiederfindet, dass man ihn als demokratiefern, als undurchschaubar ansieht, dass man das Gefühl hat, dass der eigene Wohlstand von der EU eben nicht gefördert, sondern eher beschädigt wird. Es gibt ja Umfragen, die das belegen, gerade bei den Menschen, denen es schlechter geht. Und so hat man ja auch in Großbritannien gesehen, dass vor allem in den ehemaligen Industriehochburgen, also eigentlich bei dem klassischen Labour-Wähler-Klientel, dass dort vor allem der Brexit hoch im Kurs stand, dort vor allem dafür gewotet wurde. Das heißt, es ging offensichtlich vor allem um soziale Fragen. Und gerade deswegen fordern wir einen sozialen Neustart der Europäischen Union, eine Überarbeitung, einen Neubeginn mit neuen Verträgen, wo die Binnenmarktfreiheiten nicht mehr über den sozialen Sicherheiten stehen, sondern ein Zurück und eine Besinnung auf den ursprünglichen Anspruch der Europäischen Union oder damals Europäischen Gemeinschaft, ein europäisches Sozialmodell an die Stelle oder entgegen dem angelsächsischen Kapitalismus zu setzen und das auch vertraglich zu verankern. Das ist mit dem Maastricht-Vertrag leider völlig unter die Räder gekommen. Eine EU, die immer mehr sich sozial spaltet, wo die Ungleichheit immer größer wird, wo die Mittelschicht unter die Räder kommt, eine solche EU wird keine Perspektive haben, weil sich die Menschen von ihr abwenden. Und das ist dann insgesamt natürlich keine gute, sondern eine schlechte Nachricht und eine schlechte Entwicklung. Aber der Handlungsbedarf, der ist zurzeit auf der EU-Ebene da. Wir erwarten auch oder wir erwarten natürlich auch von der Bundeskanzlerin Initiativen in diese Richtung und nicht die Botschaft, die Karawane zieht weiter und es kümmert uns alles nichts, weil ich glaube, das ist die Botschaft, die die Menschen eher abschreckt und noch weiter desillusioniert. Dankeschön, Sarah Wagenknecht. Gibt es Nachfragen Ihrerseits? Eine Frage wäre zum Beispiel, also wie bewerten Sie denn die Koalitionsbewegungen? Die eine in die eine Richtung, die andere in die andere Richtung. Also lass es langsam angehen von der CDU und macht es schnell von der SPD. Also was sagen Sie dazu? Ja, ich glaube, die Diskussion ist insoweit relativ irrelevant, weil Deutschland gar keine Beschleunigungshebel in der Hand hat. Also egal, ob man jetzt fordert, dass es schnell gehen soll oder nicht, es gibt überhaupt keine Handhabe dafür. Ich finde schon, dass die britische Regierung es jetzt der eigenen Bevölkerung schuldig ist, natürlich auch das, was bei diesem Referendum herausgekommen ist, einzulösen. Und natürlich zeigt sich auch, dass sie offenbar auf dieses Ergebnis überhaupt nicht vorbereitet waren. Das merkt man ja daran, wie sie jetzt versuchen, eben Zeit zu schinden. Das ist schon problematisch. Aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dass jetzt ausgerechnet Deutschland dort in massiver Weise Druck macht. Und wie gesagt, nochmal, das Wichtige wären Konsequenzen auf EU-Ebene. Ganz konkret fordern wir zum Beispiel, dass die EU-Kommission sofort ihr Vorhaben aufgibt, das CETA-Abkommen, das sie ja im Juli als EU-only in Kraft setzen möchte, dass dieses Vorhaben nicht weiterverfolgt wird, sondern dass im Gegenteil genau die Verhandlungen zu CETA oder zu TTIP und auch diesen Kraftsetzen von CETA gestoppt wird, weil das ist genau das, wo die Leute das Gefühl haben, da werden nationale Parlamente ausgehebelt, da wird nationale Demokratie ausgehebelt und das schreckt sie natürlich ab und dann wenden sie sich eben auch ab. Frau Wagenknecht, ist Ihr Plädoyer für mehr Referenden auch in dieser pointierter in der Fraktion Konsens?
Ja, wir haben hier vor 2 Wochen im Bundestag eine ganze Reihe von Anträgen eingebracht. Wir haben das eine Woche der Demokratie genannt, wo es genau darum geht, direkte Demokratie auch in Deutschland zu ermöglichen. Selbstverständlich sind wir dafür, dass die Bevölkerung das Recht hat, über elementare Fragen ihres Lebens auch direkt abzustimmen. Und da sind natürlich die EU-Verträge zu nennen. Da sind aber eben auch Verträge wie CETA und TTIP, also nicht durch die Hintertür über irgendwelche europäischen Technokraten dürfen solche Gesetze und solche Regeln eingeführt werden, sondern müssen die Leute schon selber gefragt werden. Aber was unser eigentliches Anliegen ist, dass die EU sich so verändert, dass man keine Angst mehr vor dem Ergebnis von Referenden haben muss. Ich finde, so rum wird tatsächlich ein Schuh draus und nicht, dass wir sagen, wir machen jetzt keine Referenden mehr, weil es könnten ja immer mehr Länder dann Ergebnisse produzieren, die uns gar nicht gefallen. Das finde ich jetzt nicht besonders demokratisch. Ja, schon klingelt's. Ich sehe auch keine weiteren Nachfragen. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.